Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deus Ex Mankind Divided. Ja, hier rein wollten wir letzte Folge, aber das scheint uns nicht gelungen zu sein. Aber was ich noch gesehen hatte jetzt kurz, hier ist irgendwie, hier muss man von oben eigentlich reinkommen irgendwie. Schauen wir mal, ob wir vielleicht den Zugang finden. Na, mach die Tür zu. Ah, hier. Das müsste ja theoretisch hier oben sein, oder? Können wir hier rauf? Nee, nicht wirklich. Oh, aber hier. Hier können wir rein. Ist hier Staubsauger. Zubehörteile. Ah, und eine Leiter. Ah ja. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier wollen wir hin. Cool. Was haben wir noch so schönes? Verkaufsobjekt. Werkzeugkasten. Ja, dann springen wir mal hier rein. Hier ist Bierzelle. Hier hängen Ersatzteile rum. Ein PDA. Medikament eingetroffen. Ich habe den zur Krankenstation erteilt. Blablabla. Code. Ah, trotz Memory offen. Ihrerseits am Jensen seine. Aha. KKK. Ist das vielleicht der Code für das hier? Nice. Sehr gut. Yeah, what? Level up? Praxis? Was? Ja, cool. Neues Praxis. Oh, Neuropathien. Sehr viel davon sogar. Cool. Sehr gut. Stimpack noch. Zeitung lesen. Boah. Okay. Ansonsten glaube ich, ist hier nichts mehr. Jetzt können wir die Tür aufmachen. Sehr schön. Gut, gut, gut. Hat sich gelohnt. Passt. Dann mal raus hier. Hier drüben möchte ich auch mal gerne rein in den Schießstand übrigens. Da liegt einiges an Zeug rum. Das wäre ziemlich nett. Wo ist die Adam, wie läuft's? Probleme beim Deponieren? Geduld, Alex. Ich brauche erst Zugang zum Motherboard, ohne meine Tarnung aufzugeben. Tut mir leid. Nachricht erhalten. Aha. Ein Helikopter ist auf einem Privatflugfeld in Katar gelandet. Hier schauen wir mal rein. Oh, nehmen wir. Bestätige negativ für alle drei Spuren. Der Hubschrauber in Oman gehört der Presse und die zwei im Jemen waren MSF und der Lusthubschrauber. Haben wir hier für Leute? Löst. Die Satellitenaufklärung zeigt Aktivitäten auf einem Feld im Iran. Meistens nachts und unter Tarnnetzen. Alles Statisten, so wie es aussieht. Ich glaube, zu 60% aus Koffein. Du gewinnst das Hütchenspiel. Alle anderen analysieren Aufnahmen aus dem Iran. Ich will diese Waffenlieferung. Was haben wir hier? In der Nähe des Technos sagt, im Innenhof steht eine Lagerhütte. Aha. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur scrollende Codezeilen. KK. Alter, die Performance ist gerade ganz, ganz mies. Aha. Ja, ich soll in ein Büro gehen. Ja, machen wir gleich. Erst hier noch ein bisschen erkunden. Hier, glaube ich, waren wir. Wir schauen nochmal schnell hier rein. Die Taskforce hat jetzt einen Seelenkämpfer. Hier liegt was rum. Kublade. Okay. Oh Mann, was hat sich Direktor Miller dabei gedacht? Es war nicht Millers Idee. Speichern mal. Was haben wir hier? Okay.
Da bräuchten wir das Passwort. Ansonsten geht da nix. Kommode? Credits. Credits. Hier müssten wir erst irgendwo einen Code oder ein PDA finden, damit wir hier das Ding aufmachen können. Hier kann ich oben rauf oder was? Bringt halt nichts wahrscheinlich, oder? Nö. Okay. Alles schön durchsuchen, obwohl nicht irgendwo ein PDA rumliegt. Credits. Okay, stört keinen. Ich habe DNA-Checks bei sämtlichen Agenturen durchgeführt. Nichts. Stufe 1 hacken. Probieren wir mal. Freiheit habe ich. Man möchte meinen, dass wenigstens einer von denen auf irgendeiner Liste auftaucht. Suchen wir mal hier. Okay. Hier. Und hier. Wird. Ja. Ich habe DNA-Checks bei sämtlichen Agenturen durchgeführt. Egal, ein andermal. Speier mal noch. Hier innen schauen wir nochmal schnell durch. Hier irgendwas rum liegt. Mehr Daten habe ich im Moment nicht. Vielleicht will der Rat hier, dass sich niemand mehr sicher fühlt. Aha. Die meisten Augenzeugen sind vor seinen Herren. 20 Minuten, aber das Labor sagt, er gehört zu dem Attentäter. Nee. Wie groß ist die Chance, den Attentäter zu sehen? Earth Mayer zu Cyberwaffe. Diese Leute könnten. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte. Na, sieht gut aus. Hier, glaube ich, ist nichts. Okay. Aha. Was ist hier noch? Security Terminal. Wo geht's hier hin zur Hölle? Aha. Hier sind verschiedene Zellen. Na okay. Soll uns mal jetzt gerade nicht so interessieren. Gehen wir mal raus. Dann würde ich sagen, schauen wir mal die Hauptquest weiter. Können wir auch später nochmal durchschauen. Da muss ich irgendwo hin. Und zwar... Aha, da oben. Okay. Ja, und ich suche schon wieder alles ab. Das ist einfach so schlimm. Ich entschuldige mich jetzt schon. Dass ich hier immer alles durchsuchen muss. Ja, ja. Okay, aber jetzt. Hier rauf. Hier ist irgendwo eine ja, hier ist eine Treppe. Haben wir hier? Hier wäre halt auch schon wieder was. Das Zeug nehmen wir mit. Das machen wir hier noch schnell. Wow. Was habe ich gemacht? Keine Ahnung, ich lade noch mal schnell. Glaube ich irgendwie einen Bullshit gemacht. Nein. So. Na, lad schneller. Lade.
Loading, 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 loading. Ja. Ja. Häkchen. Den wollen wir verstärken. Okay. Den hier. Ah, ne. Das wird nix. Nochmal. Probier mal anders. Okay. Das muss doch auch... Ja, okay. Dann den, den, den. Wir machen jetzt erstmal hier, hier, hier. Und hier. Okay, haben wir. NSN-Serverraum. Der Neuigkeit ist aktiv. Eine Lauerwelle. Auch alles okay ist. Bald besuchen. IT-Sicherheit. Wir suchen mal uns hier jetzt mal. Sämtliche Codes. Säuberung. Ich habe nichts an Dokumenten zu erweisen. Verschoben und den Zugangscode geändert. Raumcode IT-Support 5545. Okay. Das hat sich gelohnt. Schauen wir mal hier rein. Na? Hier zu. Ah, hier wäre auch ein Schacht. NSN-Zugangskarte. Okay. Ein Wurmstopp. Okay, Passwort eingeben. So. Passworte. Oh. Neue Passwörter. Sehr gut. Haben wir Zugang zu mehreren Laptops erhalten. Wo geht's hier hin? Ah, hier wären wir auch so reingekommen. Okay. Alter, das muss man erstmal finden. Krass. Cool, cool. Jetzt aber endlich. Ich speichere mal. Ja, und es ist schon etwas spät, aber... Was soll's? Tag gerne um diese Zeit. Wochenends halt. So, jetzt schauen wir mal. Adam, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass Sie okay sind. Hallo Aria, ja, es war ziemlich knapp. Ich hatte Glück, viele andere nicht. Ich habe hier gearbeitet, als die ersten Berichte reinkamen. Chaos, klingelnde Telefone, schreiende Menschen. Alle wollten wissen, was passiert war, als Miller sagte, dass sie dort sind. Ich bin okay. Gut. Suchen Sie ihn? Er hat nämlich gerade zu tun. Konferenz mit Leon, glaube ich. Wirklich? Er benutzt gerade das NSN? Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, ach ja, das hier ist für Sie. Was ist das? Die Karte für den Schießstand. Ah. Cheng hat heute früh alle Codes geändert, weil nur Leute Zugang haben sollen, die er selbst überprüft hat. Der Anschlag hat ihn panisch gemacht. Der dritte in 6 Monaten, ist das zu fassen? Ich bin wirklich froh, dass Sie okay sind. Danke, Aria. Dann überlasse ich Sie mal wieder Ihre Arbeit. Ja, ich gehe lieber wieder runter. Das wird ein harter Tag. Kommen Sie vorbei, wenn Sie reden wollen. Ja, reden wir. Verstanden. Okay, Schießstand. Jensen, wir müssen reden. Peter Chang. Datenbank hinzufügt. Story-Objekt. Jawoll. Zugang für den Serverraum. Ne?
Mit dem Typen werden wir gleich reden. Aber der hat hier sicherlich Zeug rumliegen, das ich nicht aufnehmen kann. Okay. Keine kluge Entscheidung, wenn sie nicht im Treibnetz enden wollen. Schublade, hier. Okay. Hier noch. Es ist nicht sicher. Ja. Letzte Nacht hat das Kollektiv ich speicher mal. Die 50 reichsten Schweizer veröffentlicht. Interessante Lektüre. Okay. Die Staatspolizei ist nicht besonders kooperativ. Warum hat niemand den Mut, sich zu dem Anschlag zu bekennen? Gott, das ist Realsatire. Agent. Wenn es was zu finden gibt, finden wir es. Negativ. Offenbar war es nur ein Kabel. Wir raten den Leuten, zu Hause zu bleiben. Also reden wir mal mit dem Typen da. Der wollte ja irgendwie Jensen, quatschen. Wir müssen reden. Meine Güte, Jensen. Ich habe von der Explosion gehört. Wir sollten umziehen. Wir könnten Direktor Miller gemeinsam überreden. Ihm sagen, dass es hier nicht sicher genug ist. Alles gut, Shane. Das Polizeirevier, der Bahnhof, wir sind die Nächsten. Das spüre ich. Mehr noch, ich sehe es förmlich vor mir. Niemand weiß, wo wir sind. Es besteht kein Grund zur Paranoia. Sie irren sich. Die wollen uns hochgehen lassen, Jensen. Irgendjemand. Praha Dovos wurde gerade gehackt. Die Scheinfirma des Gebäudes. Ich dachte, die gibt's gar nicht. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe für Miller die Intellicam-Aufnahmen des Angriffs bearbeitet, um rauszufinden, wer diese Leute sind. Und vielleicht versuchen die inzwischen das Gleiche. Warum sollten die sonst eine Importfirma ausspionieren? Sie glauben, jemand hat herausgefunden, dass die Firma nur Tarnung ist und er weiß, was wir hier unten wirklich machen? Wir haben viele Feinde. Die Bombenattentäter vom Bahnhof wüssten sicher gerne, wo wir sind. Wir müssen gemeinsam rausfinden, wer hinter uns her ist und ihn aufhalten. Tiefer. Ich brauche mehr Informationen über diese Ahnung von Ihnen. Ich bin nicht sicher, ob unsere Tarnung aufgeflogen ist, aber wenn, dann müssen wir es wissen, bevor unsere Feinde eine Chance haben, aktiv zu werden. Hier. Glauben Sie wirklich an eine Gefahr? Vielleicht stöbert nur jemand auf der falschen Website einer falschen Firma rum. Wenn jemand eine Waffe auf mich richtet, gehe ich davon aus, dass sie geladen ist. Wenn jemand die Website unserer Tarnfirma hackt, gehe ich davon aus, dass er etwas Böses plant. Und was? Kommt darauf an, wer er ist und was er weiß. Aber unser Geschäft ist der Terrorismus und wenn diese Terroristen rauskriegen, wo wir sind... Die TF-29 schätzt ihre Privatsphäre. Klar. Und vor allem bleibt Chang gerne unversehrt. Im Gegensatz zu ihnen machen mir Explosionen etwas aus. Hallo, was wissen Sie über unsere Tarnfirma? Praha Dovos ist als Firma unauffällig. Man geht 100-mal daran vorbei und merkt sie sich trotzdem nicht. Trotzdem ist jemand darauf aufmerksam geworden. Was passiert, wenn wir auffliegen? Ich kann nur raten. Packen und verschwinden. Agenten tauchen unter, Direktor vergräbt sich. Plopp, keine Weihnachtsfeier. Hacker. Wissen Sie, wer der Hacker ist? Erst hatte ich das Kollektiv im Verdacht. Aber Sie sind nicht überzeugt. Janus hinterlässt keine so großen Krümel, aber wer immer es ist, er riskiert, dass wir auffliegen. Wenn das Kollektiv rausfände, von wo wir operieren. Mein Gott, Jensen! Vielleicht weiß Janus es schon. Hey, hey, sagen Sie nicht sowas! Ich bin schon nervös genug! Sie müssen so viel wie möglich über unseren Schnüffler rausfinden. Beseitigen Sie jede Gefahr. Annehmen. Okay, haben Sie Spuren? Ich habe unseren Hacker bis zu einer leeren Wohnung verfolgt. Oberstes Stockwerk. 33 Halavi. Gleich die Straße runter. Der Typ geht jeden Tag hier vorbei und vermutlich auch rein. Soll das ein Witz sein? Jetzt spüren Sie es auch. Als wäre man lebendig begraben. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber sollte Ihnen nicht alles außerhalb dieser Mauern verdächtig vorkommen? Das wäre zu simpel. Gehen Sie zu der Wohnung. Hacken Sie Ihren Computer und finden Sie so viel wie möglich raus. Und passen Sie auf, Jensen. Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Ich kümmere mich darum. Sobald ich was weiß, erfahren Sie es. Gut. Gott, das ist Realsatire. Danke. Graben Sie weiter. Das ist echt schwer. Das heißt, wir haben eine neue Mission. Nebenmission. Nummer 5. Und zum Schießstand sollten wir dann definitiv mal gehen. So. Hier wäre die Hauptmission. Aber entscheidend ist der Zünder. Die Staatspolizei ist nicht besonders kooperativ.
dass der Mann unter Flashbacks des Optis. Das ist echt schräg. Stufe 4 safe. Die Sprengsätze waren auf größtmögliche Zerstörung ausgelegt. In eine psychotische Mordlust verfielen. Da müssten wir was finden dazu. Schubhörteile. Ah, sehr gut, die haben ein Passwort. Passwort eingeben. Origami. Und für uns bei der Palisade Property Bank haben diese Sorgen oberste Priorität. In den Mauern der Palisade Property Bank archivierte Informationen stehen außerhalb der legalen Zuständigkeit sämtlicher Regierungen. Garantierte Anonymität. Okay. Die Palisade Bank Corporation. Das hilft mir aber, glaube ich, nicht weiter. Archivierungsunternehmen der Welt bleiben. Nüpp. Speicher mal. Schauen wir mal schnell hier rein, ob sich das lohnt. Das dauert. Mach mal auf. Ein Schalldämpfer für ein Multitool. Da könnten wir hier noch einen Silencer drauf bauen oder auf eine Schrot, falls wir eine hätten. Wobei mir das Multitool dafür... Ja, ein Multitool ist günstiger als ein Silencer. Das ist definitiv so. Multitool kriegen wir, keine Ahnung, für 500 oder so. Oder 420 Teile. Wobei ich glaube, nee, erstmal nicht. So, gehen wir mal die Hauptquest weitermachen. Ich glaube, Sing ist süchtig nach Adrenalin. Nehme ich mir auch noch schnell mal durchgucken. Als gestern mehrere Bomben im Musikerbahnhof explodierten, gab es Dutzende Tote und jemand anderes. Ah, mit dem müssten wir auch noch reden. Und mit der hier. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Duncan McCreeny. Sollten wir auch noch reden? Alter. Wir müssen mit so vielen Leuten reden. Da sollten wir dann überall nochmal durchschauen, die Leute. Aber jetzt machen wir mal schnell die Hauptqueste. Ich hasse das, ganz ehrlich. Hier den oberen Stock darf ich nicht vergessen. Alles nochmal schön durchschauen. Oh, zum Director Miller und zu mir auch. Ja, 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 ja. Aha, hier könnte man auch irgendwo seitlich rein. Über den Schacht hier. Aber wir haben eine Zugangskarte, von daher müssen wir nicht durch den Strom hier. Ich speicher mal. Zugangskarte. Sehr schön. Was haben wir hier Schönes? Hier wäre eben der Lüftungsschacht. Verkaufsobjekt. Den PC mal hier schön. Ah, okay. Passwort eingeben. POXZ. Ne? Director Miller. Logs nicht korrekt gelöscht. Blablabla. Bla bla bla. Aha. Hier. Haben wir hier einen? Nee. Hier brauchen wir definitiv einen Code. Oder können wir hier rum? Nee, können wir nicht. Aber hier können wir rein. Ah ja, cool. Das hat uns 200 Erfahrung gebracht. Von daher. Okay, das sollte ich. Das muss ich mir merken. Dass wir auch hier in so Sachen reinschleichen, wenn wir schon bereits den Weg kennen.
Okay, dann sollten wir das hier mal hacken. Wow, das wird nicht einfach. Wir müssen hier rüber und hier rüber. Ich würde mal sagen, wir machen mal das da. Okay. Hier ist überall entdecken 30%, das heißt, wir fangen mal mit denen an. Was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Spam, hier haben wir einen Datenspeicher. Da ist im Optimalfall erst hier rum. Ja. Hier. Hier. Dann den Datenspeicher. Hier. Und hier. Passt. Haben wir. Übertaktungssoftware. Tür ist auf. Speichern. Entdecker. Hacking Software. Verkaufsobjekt. Noch eine Software. Okay. Ist hier noch was? Hier ist irgendwas. Jo. Das da. Okay, Inventar voll. Was ist das? Ja. Ja, wir sollten mal den Chip platzieren. Flüsterchip benutzen. Alex. Der Flüsterchip ist drin. Moment. Verdammt, Adam. Wird es gerade benutzt? Scheiße, ich muss weg. Agent Jensen, in mein Büro. Sofort. Will er in seinem Büro treffen? Ich habe den Flüster platziert, während Miller auf dem NSN-Stuhl saß und das System benutzte. Keine Ahnung, ob er mich bemerkt hat. Jedenfalls soll ich umgehen in sein Büro kommen. Okay. Ja, war natürlich ultra intelligent von mir. Kann man die Loks hier irgendwie löschen? Das war ja irgendwo hier, ist das ja gestanden. Kann ich aber, glaube ich, nicht, oder? Nee, kann hier gar nichts machen. Jo, gut, egal. Dann gehen wir mal hier raus. Tür zu. Und dann sollen wir mal zu Miller ins Büro. Und die restlichen Räume hier oben müssen wir auch noch abklappern, mit den Leuten quatschen. Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, liken, subscriben, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Das nächste Mal wieder einschalten. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.